Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist für euch am Start. In diesem Video möchte ich gerne mit euch besprechen, was Rockstar so für uns in Zukunft bereithält, was Red Dead Online angeht. Natürlich haben wir keine Ahnung, wann wirklich mal wieder was rauskommt, ob morgen schon was angekündigt wird und nächste Woche was erscheint, weiß man nicht. Es könnte theoretisch noch Wochen, Monate oder sogar bis nächstes Jahr dauern, aber irgendwann wird was kommen. Das ist absolut in Stein gemeißelt. Denn Rockstar hat schon so viel Marketing betrieben, so viele Interviews gegeben und selbst bei Investor Calls ganz klar gesagt, dass noch was kommen soll und wie diese Zukunft aussehen sollte. Wir können uns schon ein ungefähres Bild machen von dem Content, den wir im nächsten großen Update bekommen. Einige Sachen sind relativ klar, einige Sachen wurden geleakt und einige bieten einen großen Pool an Möglichkeiten, wann sie genau rauskommen sollen und in welcher Reihenfolge. Fangen wir erstmal mit den relativ sicheren Sachen an. Was eigentlich so gut wie safe ist, ist, dass wir wieder neue Pferde bekommen. Allein dadurch, dass es auch wieder eine neue Rolle gibt, gibt es eigentlich auch immer wieder eine neue Pferderasse zum Auswählen für diese Rolle. Kann aber auch sein, dass wir noch mehr dazu bekommen. Was auch ziemlich sicher ist, ist, dass wir mindestens eine neue Waffe bekommen. Die M1899 Pistole aus der Story, die wahrscheinlich nicht, denn sie ist, wie der Name schon sagt, erst 1899 hergestellt worden und der Online-Modus spielt ein Jahr vor der Story, also 1898. Diese Waffe würde da also noch nicht existieren, aber wahrscheinlich bekommen wir einfach irgendwas anderes. Bis jetzt gab es in jedem Update irgendeine Waffe. Im Schwarzbrenn-Update gab es sogar diesen giftigen Schwarzgebrannten oder den brennbaren, also solche Spielereien könnten auch sehr wahrscheinlich wieder mit dazukommen. Den Outlaw Pass Nummer 3, den bekommen wir auch sicher. Endlich mal, den hätten sie eigentlich schon längst rausbringen können als Überbrückungsperiode, aber mit jeder neuen Rolle haben wir bis jetzt auch einen neuen Outlaw Pass bekommen, also auch das ist ziemlich sicher. Und natürlich auch noch Fähigkeitskarten und irgendwelche Balance-Änderungen neben natürlich der neuen Rolle. Und da kommen wir eben zu den Sachen, die schon geleakt wurden, denn ein paar der Fähigkeitskarten haben wir zwar noch nicht im Detail gesehen, aber zumindest wie sie ausschauen sollen. Vier Fähigkeitskarten wurden da nämlich aus Versehen mal präsentiert, wenn man im Rockstar Social Club vorbeigeguckt hat und dort konnte man eben schon diese zwei Karten hier sehen. Abgesehen davon wurden noch auf der anderen Seite zwei gezeigt, also vier Fähigkeitskarten, von denen wir noch nicht wissen, wie sie funktionieren, kommen sicher wieder mit rein. Also neue Fähigkeitskarten sind auch immer ganz nett, neben den neuen Waffen und den neuen Pferden, also etwas, auf das wir uns freuen können. Was wir durch die Dataminer erfahren haben, ist ebenfalls, dass neue dynamische Events dazukommen sollen und auch legendäre Tiere. Da wurde eine Liste von 8 Tieren bisher bekannt gegeben, es sollen aber natürlich mindestens 10 dazukommen, von denen manche noch nicht da sind. Also ist die Frage, werden wir noch mehr als diese 10 bekommen oder eben nur die 10 und dann wird das so laufen wie die legendären Kopfgeldjagden, dass wir mit der nächsten Rolle irgendwas bei diesen legendären Tieren machen müssen. Das ist noch nicht hundertprozentig bekannt. Wann und in welcher Form diese legendären Tiere kommen, auch nicht, aber dass sie kommen, ist immerhin etwas, das so gut wie feststeht. Wobei natürlich immer solche Leaks mit Vorsicht zu genießen sind. Man weiß ja nie, ob Rockstar sich nochmal umentscheidet. Aber das ist eigentlich keine große Überraschung. Eine neue Rolle, einen neuen Outlaw Pass, neue Waffen, neue Pferde, neue dynamische Events, Fähigkeitskarten und ein paar Balance-Änderungen kamen eigentlich bei jedem Update bis jetzt vor. Von dem her sollten wir das auch diesmal erwarten. Aber die große Frage ist ja, wie sieht es mit der Rolle aus? Welche Rolle bekommen wir da und wird es nur eine sein? Wovon bis jetzt am meisten Hinweise aufgetaucht sind für wirklich die Rolle und die Bestätigung, dass sie als nächstes kommt, ist tatsächlich der Fotograf. Der Fotograf wird dann so ähnlich laufen wie der Sammler, dass wir irgendwo hingehen müssen, ein Foto schießen müssen und dann eine Kollektion abgeben können für ein bisschen Cash. Wobei da auch die Möglichkeit besteht, dass das mit den legendären Tieren zusammenhängt, dass wir da eben immer eine Mission bekommen wöchentlich, wo wir ein Foto von einem legendären Tier schießen müssen und das wird dann wahrscheinlich auch wieder verschiedene Schwierigkeitsstufen haben, je nachdem wie aggressiv die Tiere sind und man darf natürlich dann das eine Tier, das man fotografieren will, nicht verletzen oder es wird so ähnlich laufen wie auch bei den Kopfgeldjägern, dass man da quasi das Tier lebendig oder tot fotografieren kann und je nachdem dann die Beute auch anders ausfällt. Aber das sind nur Spekulationen, die Fotografenrolle wurde auch tatsächlich so als Rolle angeteasert von Rockstar selbst in verschiedenen Interviews und das ist natürlich leider die einzige Informationsquelle, die wir haben, was Rockstar angeht, denn so wirklich sagen, woran sie arbeiten, tun sie ja nie, es gibt ja keine Roadmap, es gibt immer nur diese Interviews, aus denen wir uns dann Informationen ziehen müssen, aber dadurch, dass Rockstar so selten was rausrückt,
sind diese Interviews mit sehr großem Bedacht gewählt. Also da können wir uns relativ sicher sein, dass sie an diesen Rollen auch arbeiten, wenn sie sowas sagen. Aber in welcher Reihenfolge die rauskommen, ist natürlich dann nicht bekannt. Der Fotograf als solcher wurde da aber auch genannt. Also der Fotograf könnte als nächste Rolle kommen, was viele Leute enttäuschen würde, wenn das die einzige Rolle wäre. Und deswegen ist die große Hoffnung, dass eben noch mehr Rollen dazukommen. Zum Beispiel die Erweiterung eines Kopfgeldjägers. Und da hat Rockstar schon in mehreren Interviews bestätigt, dass sie an sowas arbeiten wie einer ehrenhaften und einer unehrenhaften Erweiterung als Sheriff oder Marshall in der ehrenhaften Richtung und als Desperado in der unehrenhaften Richtung und dementsprechend auch vielleicht mal mit dem Kopfgeldjägersystem arbeiten. Also wenn man Kopfgeld angehäuft hat, dass man dann auch wirklich richtig diese Leute jagen kann, diese Zielpersonen. Und zwar nicht nur, wenn dann eine Einblendung kommt, sondern wenn man der Sheriff ist, hat man zum Beispiel vielleicht jederzeit die Möglichkeit, so einem Spieler hinterher zu joinen und dann eine Mission zu starten. Das wäre zumindest mal ziemlich spannend. Ansonsten natürlich noch die Heists, was eine große Erweiterung wäre für den Online-Modus, was sich sehr viele Leute wünschen würden. Auch das würde natürlich dann mit dieser Rolle einhergehen, gerade mit dem Desperado und auch vielleicht dem Sheriff, der dann entgegenwirken muss. Dann könnte man da so eine Trupp-versus-Trupp-Aufgabe daraus machen, die einen, die die Bank beschützen müssen, gegen die anderen, die sie ausrauben wollen. Und gleichzeitig wäre das natürlich die perfekte Möglichkeit, Hosea, Dutch und Arthur in die Online-Welt einzuführen als Charaktere, die uns bei diesen Raubzügen unterstützen, beziehungsweise natürlich die Desperado-Rolle. Und wir könnten dann auch endlich mal erleben, was in Blackwater ein Jahr vor den Story-Ereignissen passiert ist. Aber das ist natürlich wirklich großes Wunschdenken. Ob das so passiert, wissen wir nicht. Aber dass eben diese Rollenerweiterung in diese zwei Richtungen gehen soll, das ist ziemlich sicher, denn das hat Rockstar auch wirklich so gesagt. Und dann gäbe es noch zwei Rollen, die sie eher kurz erwähnt haben. Und das war einmal der Farmer, wo sie gemeint haben, dass sie gerne ein paar Story-Elemente auch in den Online-Modus bringen würden. Zum Beispiel zu der Zeit, als man John spielt und eben seine Farm aufbaut und dort die Tiere hält und so weiter. Nur das eben als Rolle umgesetzt. Und einmal auch den Leviticus Cornwall quasi spielen, beziehungsweise eine Art Leviticus Cornwall, dass man wirklich ein Eisenbahnmagnat wird, seine eigene Railroad Company haben wird oder seine eigene Mine. Das waren quasi die Möglichkeiten für eine Erweiterung des Händlers im Zusammenhang auch mit einem eigenen Laden in Saint-Denis als Beispiele. Auch das wurde wirklich so genannt. Aber dadurch, dass der Schwarzbrenner ja erst vor kurzem die Erweiterung des Händlers war, vermute ich, dass jetzt erstmal eine Erweiterung vom Sammler kommen wird oder eben vom Kopfgeldjäger. Vom Kopfgeldjäger ist das wunderbar geeignet mit der Sheriff- und Desperado-Rolle. Und die Sammlererweiterung wäre dann der Fotograf. Und man könnte dann vielleicht direkt als nächstes noch den Farmer oder eben so einen Eisenbahnmagnaten dazu packen. Wobei sie auch klar gesagt haben, dass das erst in weiter Zukunft kommen soll, nachdem man wirklich den Händler sehr, sehr weit ausgebaut hat. Und was auch interessant ist, ist, dass sie immer wieder betonen, dass die Rollen, die wir jetzt haben, beziehungsweise damals eingeführt wurden, mit dem Kopfgeldjäger, dem Händler und dem Sammler, nicht nur erweitert werden sollen, sondern dass die an sich auch noch ein bisschen verändert werden sollen. Zum Beispiel wurde da gesagt, dass der Sammler geändert werden soll in der Richtung, dass man als Trupp eine Aufgabe haben soll und dass jeder dann einen Teil von einem Sammelstück finden muss und das zusammengesetzt erst dieses richtige Stück ergibt und dass man dann seiner Kollektion hinzufügen könnte. Also da ein bisschen mehr in Richtung Truppaufgaben, die man gemeinsam erledigen kann, was ziemlich cool wäre für den Sammler, denn das ist wirklich eine Solo-Rolle. Man kann zwar immer zusammen zu irgendwelchen Gegenständen hinreiten und dann sammelt das jeder einzeln ein, aber so richtig zusammenspielen kann man diese Rolle nicht. Was auch noch kommen soll, sind natürlich Immobilien, aber auch das wurde gesagt, dass es eigentlich eher etwas ist, für die weitere Zukunft irgendwann in Richtung Eisenbahnmagnat oder seine eigene Mine haben. Da sollen auch ungefähr die Immobilien kommen, aber ich meine, der Farmer ist perfekt dafür geeignet, seine eigene Farm zu haben. Und eigentlich hatten wir mit dem Schwarzbrenner ja auch schon die Möglichkeit, ein Haus zu erwerben, auch wenn wir da nicht wirklich leben können. Können wir nur die Bar ein bisschen umgestalten, aber auch das ist der erste Schritt in diese Richtung. Und was auch noch kommen soll, und das fand ich wirklich sehr interessant, Social Hub. Also stellt euch den Turm bei Destiny vor oder die Versammlungsstätte bei Monster Hunter und dann sollen verschiedene Spieler einen Teil davon kaufen können, aber nur einen Teil davon. Also dieses Interview war ein bisschen weird und sehr, sehr kryptisch, aber ich packe euch einfach mal die vier großen Interviews, die es bisher gab, und da gab es wirklich leider nicht sehr viele, in die Videobeschreibung, damit ihr mal selber nachlesen könnt und die ganzen Details aus der Vergangenheit nochmal aufschnappen könnt, falls ihr zum Beispiel noch nicht so lange dabei seid.
Und was auch noch gesagt wurde, ist, dass es eine Map-Erweiterung irgendwann mal geben soll, gerade mit Mexiko, aber die noch in sehr, sehr weiter Ferne ist, irgendwann, nachdem man die ganzen Rollen ausgereizt hat. Also das war zumindest alles, was ich euch jetzt aus den Interviews noch sagen kann. Ich hoffe wirklich, dass wir die Erweiterung mit dem Kopfgeldjäger bekommen und nicht die mit dem Fotografen oder am besten natürlich beide zusammen. Dann haben wir die Erweiterung vom Sammler und vom Kopfgeldjäger, dann ist das Triumvirat erstmal abgeschlossen. Und wir können uns dann wirklich hoffentlich auf sehr, sehr viel Content mit diesen Heists freuen. Aber wann und in welche Reihenfolge das kommt, kann ich euch leider nicht versprechen. Und ob überhaupt morgen schon was angekündigt wird, leider auch nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir werden nicht wieder enttäuscht. Aber bei Rockstar ist das ja fast schon zur Gewöhnung geworden. Naja, ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanamiki-Job unterstützen. Von Manika, The Prophet, Chris, The Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fussel, Matze, Markus, Robin, Marcello, Ralf, Alex, Sandy, Melsny, Julian, Dario, Kevin, Big Chris TV, Tamara, Lilla, Sessin, Kuruka, Diana, Tristan, DJ Rocks und Franzi. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Boom. Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam, bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, Potatoes. United Potatoes.